So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar ist das hier in Anführungszeichen ein kleines Tutorial, weil ich mich gefragt habe, als ich die 1.16 runtergeladen habe, wie ich bei Minecraft in einer Welt, also egal jetzt ob Oberwelt, End oder Nether, ein Stück davon oder ein paar Chunks rauslöschen kann, ohne dass ich die komplette Welt löschen muss. Weil ich wüsste, wie ich zum Beispiel den ganzen Nether löschen kann in meiner Let's Play-Welt, aber ich weiß nicht, oder ich wusste davor nicht, wie man nur ein paar Chunks löschen kann. Und in meinem Fall war das eben wichtig, weil ich die Goldfarm und die Blaze-Farm nicht löschen wollte, sondern nur das alles außenrum, was nicht erkundet war oder was nur mal so durchgeflogen war, weil ich halt neue Biome haben wollte, wenn man versteht, was ich meine. Und ich habe mich da ein bisschen informiert und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht so einfach selber zu wissen. Und deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch das Ganze jetzt mal. Wenn euch das gefällt und ihr sowas vielleicht öfter sehen wolltet für Sachen, die nicht so offensichtlich sind, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Was ich dazu noch sagen muss, ist, es funktioniert garantiert in der Java-Version. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Bedrock-Version funktioniert, aber könnte sein. So, man geht hier also auf die Seite github.com/querz/mcr-selector und ja, das ist ein Tool, was eben genau das macht, was ich gerade beschrieben habe. Auf dieser Seite scrollt man einfach mal gerade bis ganz nach unten, bis man zu Downloads und Installation kommt. Sekunde. Hier. Und da lädt man sich das hier runter. Das ist der immer die neueste Version, die da oben drauf ist. Und das wird dann eine Java-Datei auf euren Rechner herunterladen. Ich habe da auch ein Virenprogramm drüber laufen lassen. Das wurde bei mir als nicht gefährlich angezeigt. Ist nicht meine Webseite, aber ne, ich habe es mir runtergeladen, ist nichts passiert. Von daher, ich bin mir relativ sicher, dass da nichts passieren wird, wenn ihr das runterladet. So, dann kriegt man diesen File runtergeladen. Das ist eine Java-Executable oder wie auch immer man es nennen möchte. Darauf macht man einmal einen Doppelklick und dann bekommt man dieses Fenster hier, wo man schon sieht, es sind Chunks. Und wenn man unten guckt, sieht man auch, dass der Chunk sich verändert, wenn ich hier rumfahre. Aber hier ist noch keine Welt geladen. So, wenn man jetzt seine Welt suchen möchte, dann muss man hier auf File und auf Open gehen und dann seinen PC durchsuchen. In meinem Fall liegt das jetzt woanders, aber ich möchte euch jetzt gerade erstmal zeigen, wie ihr das hier am besten für euch findet. Und zwar, wenn ihr hier oben einmal reinklickt und dann schreibt %appdata% und dann auf Enter drückt, dann kommt ihr in den Ordner, wo Minecraft installiert ist, und zwar hier .minecraft. In meinem Fall ist hier nur Minecraft an sich installiert. Ich habe die Welten und so weiter, die ganzen Save-Files auf eine andere Festplatte verlegt. In eurem Fall wird der Ordner aber hier drin sein. In .minecraft wird hier ein Ordner drin sein, der heißt Save oder Saves. In meinem Fall liegt er jetzt auf dieser Festplatte. Hier, ne, Saves. Und ich habe für die LP-Welt hier eine Kopie angelegt, einfach nur, dass ich hier nicht drin rumfusche. Und da machen wir jetzt einmal einen Doppelklick drauf. Und man sieht hier dann schon, dass hier nochmal verschiedene Ordner drin sind. Hier ist einer, da heißt Region, einer, da heißt DEM1 und einer, da heißt DEM-1. Region ist die Oberwelt, DEM1 ist das Ende und DEM-1 ist die Hölle. Wenn man jetzt die Oberwelt bearbeiten wollen würde, würde man hier die Region, den Region-Ordner markieren und dann Select Folder drücken, dann würde das aufgehen. Das kann ich ja gerade mal zeigen, Sekunde. So, da sieht man schon, hier geht jetzt die Welt auf. Huch, das wollte ich noch nicht machen. Hier ist das Dorf und hier sind die ganzen Sachen, die ich gebaut habe. Ne? Und da könnte ich jetzt auch, wenn ich wollte, könnte ich hier Chunks weglöschen. Das möchte ich aber jetzt noch nicht. Ich wollte euch das nur mal zeigen, dass das auch hier wirklich funktioniert. Ne? Hier ist die Trade Hall, hier ist die Zuckerrohrfarm, hier ist das Lagerhaus, hier ist die normale, hier ist die Stadt. Hier sind die Felder, die Blumenfelder. Dann hier geht dieser Tunnel durch. Wo kommt denn der raus? Hier, glaube ich, ne? Er ist noch nicht so gut zu sehen. Aber hier der Tunnel sollte wohl, wobei kommt er hier raus? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ihr seht auf jeden Fall, ne? Hier wird die Welt markiert und wenn ich hingehe, ist auch hier die Monsterfarm und so weiter. Und wenn ich hier weiter nach oben gehe,
wäre dann auch hier wahrscheinlich die Guardian Farm zu sehen. Da sieht man wahrscheinlich, wie riesig groß. Da ist die Guardian Farm, ne? So, ihr versteht, wie das funktioniert. So, ich möchte aber jetzt natürlich stattdessen das die Hölle aufmachen. Und deswegen gehe ich jetzt in den DEM1-Ordner. Das funktioniert genauso im End dann am Ende. Da markiere ich dann den Region-Ordner. Nicht reingehen in den Ordner, nur den Ordner markieren und auf Select Folder drücken. Dann rödelt das ganze Ding hier ein bisschen und dann sollte er die Hölle laden. Genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen laggy. Okay, egal. Okay. Ich werde das Ganze gerade nochmal neu starten. So, da sind wir wieder. LP Copy, DEM1 und Region und Select Folder. Jetzt sollte das Ganze hoffentlich dann auch ohne Umschweife funktionieren. Sehr gut. Okay, also wenn ihr die Oberwelt geladen habt und danach was Neues laden möchtet, einfach mal kurz das Programm schließen und nochmal neu starten. So. Und wie man jetzt hier schon sehen kann, die Decke wird nicht angezeigt. Aber man sieht hier relativ eindeutig, das hier ist die Goldfarm. Und ich weiß jetzt, dass die Blaze Farm irgendwo hier ist. Die ist in Chunk 8.2 oder so. 8.2. Hier irgendwo ist die Blaze Farm. So, und mit mittlerer Maus, wenn man das mittlere Maus oder das Mausrad gedrückt hält, kann man hier so hin und her scrollen. Und dann, wenn man Rechtsklick macht, kann man hier einzelne Chunks markieren. Mit Linksklick kann man die markieren, meine ich. Und mit Rechtsklick kann man die wieder entmarkieren. Man kann auch zum Beispiel einen Linksklick machen und ziehen und dann hier mehrere Chunks markieren. Und ja, genau dasselbe kann man auch so machen. Und ich habe dann in diesem Fall einfach, mit Mausrad kann man rein und raus scrollen. Und ich habe dann in diesem Fall einfach, um hier nur ein paar Sachen zu behalten, habe ich alles markiert. Dann bin ich wieder reingezoomt und man sieht hier auch, dass sich diese Kästchengröße ändert. Und dann habe ich hier geguckt, wie groß die Farm ist und habe hier dann eine Markierung gemacht, was ich nicht ausschneiden will. Das hier ist jetzt die Goldfarm. Und dann sagen wir einfach mal, ne, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sagen wir einfach mal, hier wäre die, die Blaze Farm. So, ich weiß jetzt, dass sie hier in diesem Kästchen ist, weil ich es vorher geguckt habe. In der Welt kann man ja die Koordinaten nachgucken. Und dann geht man einfach auf Selection, Delete Selected Chunks und dann auf OK. Und man sieht, alle Chunks sind weg, außer die, die ich demarkiert habe. Und in diesem Fall wären dann alle Chunks in der Hölle von der Welt gelöscht. Wenn man jetzt die Hölle das nächste Mal betritt, sind alle Chunks weg, außer die hier und werden komplett neu geladen. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, euch hat das geholfen und wie gesagt, wenn ihr mehrere solche Tutorials für solche kleinen Tipps und Tools sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.